soir, monsieur, dame, au bon après-midi. C'est les femmes et les œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. This is women and eggs, we don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Wir sprechen über Patientenverfügung und ich möchte gerne eine schreiben, nachdem ich mich im Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale kundig gemacht habe. Und ich habe eine Eieruhr auf 40 Minuten gestellt. Ich habe auch so ein bisschen die Uhrzeit im Blick. Ich fange einfach mal an und gucke, wie weit ich komme. Im Buch gibt es eine Anleitung in 7 Schritten zur Patientenverfügung. So kommen Sie sicher zum Ziel. Ich schiebe es nicht länger auf, sondern fange jetzt an. Das ist der Fall. Ich mache mir Gedanken darüber, wie ich behandelt werden möchte. Wenn ich sehr krank bin, habe ich gemacht. Ich formuliere meine Einstellungen zu medizinischen Behandlungen und zum Sterben mit Hilfen der Fragen im Buch. Das ist das, was ich jetzt machen werde. Das ist Punkt 3. Die Fragen sind im Buch auf den Seiten. Das ist weiter hinten F3 bis F8 aufgeführt und die heißen auch Fragen zu Ihren persönlichen Vorstellungen. So, ich fange an mit meinem Namen. Name. So, dann 2 Tabs. Name. Dann nehme ich mein Geburtsdatum. Ein Tab. Ah, da muss ich da oben 3 setzen. So, damit das alles schön untereinander kommt. Das ist der 20. Tipp, kann es knapp vorteilen. August. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit es auch jeder lesen kann. Jo, das sieht doch schon gut aus. Wenn ich die noch einmal klicke, dann kann man immer noch alles lesen. Das funktioniert nicht unter XFCE. Boom. 20. August 1981 und mein Geburtsort, das ist Solingen. In Deutschland. So, dann schreibe ich einfach mal hin, was das ist. Dies ist eine Patientenverfügung. Sie wurde mit Hilfe des, und jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie das Ding heißt, das Vorsorgehandbuch. Oder sie wurde unter Zuhilfenahme von das Vorsorgehandbuch. Zentrale Brücke Auflage. Später nichts mehr drin. Und der Verlag heißt ja so. Impressum. Da müsste das drin stehen. Impressum ist auf Seite 108. So,
Man stellt Herausgeber ist Verein. Naja. Ich glaube, das kann ich mir sparen, wenn ich hier richtig zitiere. Braucherzentrale NRW Düsseldorf. Und das ist von dritter Auflage so. Dritte Auflage September 2017 erstellt. So. Das ist schon mal gut. So, jetzt muss ich mich an das halten, was da steht. Und da sind so ein paar Sachen zu beachten. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf der Tastatur lande mit dem Buch. So, die formalen Anforderungen an eine Patientenverfügung. Es kommt. Die Patientenverfügung muss schriftlich erstellt und mit der üblichen Unterschrift unterschrieben werden. Gut ist, wenn Sie Ort und Datum ergänzen. Gut, das muss ich am Ende machen. Dabei ist es unerheblich, ob die Verfügung handschriftlich mit der Schreibmaschine oder am Computer verfasst wird. Ich habe mich für den Computer entschieden. Hier steht was unter Vordrucke und Muster. Einige Verbände und Verwaltungen bieten Formulare für Patientenverfügungen an. Sie können dort ganz bequem Behandlungswünsche ankreuzen. Aus juristischer Sicht ist ein solches Vorgehen kritisch, da standardisierte Formular- und Musterverfügungen kaum Spielraum lassen, um persönliche Wünsche und die individuelle Situation zu beschreiben. Es besteht also die Gefahr, dass die Patientenverfügung im Ernstfall nicht anerkannt wird. Daher sollten Sie Ihre Verfügung mit eigenen Worten aufsetzen. Gut, dann schreiben wir das doch rein. Ich setze die Verfügung mit eigenen Worten auf. Ich folge damit der Empfehlung der oben genannten Literatur auf
Seite 20. Dort heißt es. Es besteht also die Gefahr, dass die Patienten Verfügung im Ernstfall nicht anerkannt wird. Punkt. Daher sollten Sie Ihre Verfügung mit eigenen Worten aufsetzen. So. So, man muss im Zweifelsfall nachweisen, dass man im Vollbesitz der geistigen Kräfte ist. Ich mache das hier gerade alleine und kriege das hin. Daher gehe ich davon aus, dass ich im Vollbesitz der geistigen Kräfte bin und kann das mit diesem Video auch nachweisen. So, da schreibe ich aber nichts zu. So, Aufbewahren, Hinterlegung. So, hier steht was. Da war was zum Thema mutmaßlicher Patienten. Ich weiß gar nicht, wo es ist. So. Im Folgenden beschreibt man auch klein, zuerst allgemein meine persönlichen Vorstellungen. Dies geschieht, indem ich die Fragen auf den Seiten F3 F-3 bis F-1
8. Beantworte. Punkt. So. Möchten Sie, also wir sind hier jetzt bei den Fragen zu den Patienten, zu der Patientenverfügung. Auf der Seite F2 steht hier rot was gedruckt. Das lese ich mir gerade vor, damit ich weiß, worum es geht. Eine Patientenverfügung sollten Sie immer individuell verfassen, damit sie im Ernstfall anerkannt wird. Das mache ich. Ich setze die Verfügung mit eigenen Worten auf. Deshalb gilt hier Finger weg von Formularen, denn sie können die individuelle Situation nicht ausreichend widerspiegeln. Also Finger weg von Formularen, denn sie können die individuelle Situation nicht ausreichend widerspiegeln. Sie müssen mindestens zu den Punkten Wiederbelebungsmaßnahme, künstliche Ernährung und künstliche Beatmung eine Entscheidung treffen. Wir empfehlen zunächst, die Fragen zu den persönlichen Vorstellungen auszufüllen. Das hilft, die eigenen Gedanken zu ordnen. Die Antworten sind ein wichtiger Baustein für die eigentliche Patientenverfügung. Textbausteine finden Sie auf den Seiten F11 bis F15. Damit Sie besser verstehen, was mit den einzelnen Formulierungen gemeint ist, haben wir Erklärungen zu den Textbausteinen vorangestellt. Trennen Sie diese Seiten am besten heraus und legen Sie die Erklärung und die Textbausteine neben Ihr Blatt. So sind Sie bestens gerüstet, Ihre eigene Patientenverfügung aufzusetzen. Soweit bin ich noch nicht. Für die vorgeschlagenen Textbausteine gilt, sie sind nur als Formulierungshilfen gedacht und keinesfalls abschließend gemeint. Das heißt, man kann die sich durchlesen, aber das sind nur Hilfen. Man sollte selbst formulieren. Sie können alles, was Ihnen wichtig ist, zusätzlich festlegen oder Teile weglassen. Zumindest zu den drei Punkten Wiederbelebungsmaßnahmen müssen Sie eine Festlegung treffen. Künstliche Ernährung und künstliche Beatmung. Formulieren Sie positive Aussagen negativ, wenn Sie genau diese Handlungen nicht wünschen. Formulieren Sie positive Aussagen negativ um, wenn Sie genau diese Handlungen nicht wünschen. Ein Satz wie, ich möchte künstlich ernährt werden, wird dann zu, ich möchte nicht künstlich ernährt werden. So. Ich folge damit der Empfehlung auf Seite F-2 der oben genannten Literatur. Punkt. So, das ist nachvollziehbar, warum ich das mache. Das steht auf Seite F2, dass das eine gute Idee ist. Wir empfehlen zunächst, die Fragen zu den persönlichen Vorstellungen auszufüllen. Bitte, da steht es ja. So, erste Frage. Möchten Sie auf jeden Fall von Ihrem Arzt und Ihren Angehörigen über die Diagnose einer Lebensbedrohlichen Krankheit
Krankheit und die realistische noch verbleibende Zeit aufgeklärt werden. So, das ist die erste Frage, beantworte ich. So, nächste Frage. Man kann auch hier so schicke Anführungs. Ja, da gibt es so eine Durchnummerierung, finde ich super. So, 1. So, Antwort einfach mal in einer anderen Farbe. Highlighting ABC. So, Orange Red, finde ich super. Ist nur so, will ich nicht. Ich will kein Highlighting, ich will Buchstabenfarbe. Das ist ja Orange, Red, Pink, Red 1, Red 4. I think I'll take this red. So, sieht mal wie orange aus. Und jetzt kommt meine Antwort. Ich möchte auf jeden Fall von meinem und meinen Angehörigen über die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit und ich weiß jetzt schon nicht mehr, warum ich andauernd ein I getippt habe. Liegt nebeneinander. Die realistische noch verbleibende Zeit aufgeklärt werden. Punkt. Zweitens, in welchen Fällen entbinden Sie Ärzte von Ihrer Schweigepflicht? So. In dem ersten Impuls würde ich jetzt sagen, ich entbinde meinen Arzt nie von meiner Schweigepflicht. Ich glaube aber, dass es eine gute Idee ist, wenn das hier erstmal schwarz wird. So. Phone Color Black. So. Nächste Zeile. Und dann wieder in Orange. Ich würde meine Ärzte gerne für den Fall meines Todes von der Schweigepflicht entbinden. Schreibe es erstmal. Entbinde im Falle meines Ablebens Klammer, das heißt, wenn ich tot bin, von ihrer Schweigepflicht.
So, das muss wieder orange. So, ich hätte das Ganze auch. Ich habe es jetzt erstmal orange. Zack. Orange. So. Jetzt kommt Trick 17. Funktioniert. Und blub, blub, blub. Page. Line Spacing 1.5 lines. Das ist das, was das aussieht. So, nächste Frage. Welche Personen sollen von den Ärzten über ihren Gesundheitszustand informiert werden? Punkt. Sage ich noch nichts zu. Viertens. In welchen Situationen wünschen Ablebens, das Ableben, schreibt man groß. In welchen Situationen wünschen Sie auf jeden Fall den Einsatz aller vorhandenen Möglichkeiten der klassischen Medizin? Sie auf jeden Fall den Einsatz aller vorhandenen Möglichkeiten der klassischen Medizin. So, ja, auch noch nichts zu. Fünftens. Welche Nebenwirkungen oder Spätfolgen einer Behandlung würden Sie akzeptieren, welche nicht? Das sind zwei Fragezeichen hinter, ich mache da nur eins hin. Welche Nebenwirkungen, ich glaube, ich schreibe die erstmal alle ab. Oder Spätfolgen einer Behandlung würden Sie akzeptieren, welche nicht? So, sechstens. Wann würden Sie einer Behandlung zustimmen, die unter Umständen Ihren Tod zur Folge haben könnte? Fragezeichen. Siebtens. Wann würden Sie eine Behandlung
mit einem Medikament zustimmen, das erst in der Testphase ist und noch nicht zugelassen wurde. So. Das ist die letzte Frage, die ich aufschreibe. Dann mache ich Schluss für heute, weil auch schon eine halbe Stunde rum ist. Bei welchen Leiden können Sie sich den Einsatz der sogenannten Alternativmedizin vorstellen. Ich weiß nicht mehr, was das genau ist. Wann könnte die Alternativmedizin für Sie auch ein Ersatz für klassische Behandlungsmethoden sein. So. Damit hefte ich das ab. Datum steht vor der Datei, damit nachvollziehbar ist, wie das entstanden ist. Okay, ja, das war's für heute. Ich mache demnächst weiter. Tschüss.